diese sieben Typen, gell, würde ich die sehen, gell, ich würde jeden kastrieren, Mann. Wenn es ein Gesetz geben würde, es gibt einen Job zum Kastrieren, ich würde diesen Job machen. Mit ganzem Herzen, Bruder, ich würde diese Sippis wegschneiden, Bruder. Slag, Bruder. Habt ihr diesen Typen gesehen? Er hat sich gejackt im Kino und er ist eingeschlafen so. Und dann eben dieser Ding, dieser Show zu. Ja, ja, er hat sich zerfetzt, Bruder. Ja, oder wie kommt das zu sowas, Alter? Okay, der war so bumsu, Bruder, er dachte sich so, boah, chill. Ja, aber das war nur so klein, das war ja nicht viel, weißt du? Ja, aber wer weiß, was der genommen hat davor? Das ist crazy, Alter. Und kann man so einschlafen? In der Öffentlichkeit. Ja, du musst ein bisschen Knacks haben. Dass das keiner gesehen hat, juckt wundern, oder was? Das hat ja jemand gesehen. Am Ende. Danach? Ja, danach, wo die Lichter an waren. Ja, ja, wenn es dunkel ist, sehe ich auch nicht, oder? Vielleicht hat er so einen Platz alleine hinten isoliert, mäßig irgendwo im Eck. Genau. Ja, aber die fotografieren ihn ja von oben. Ja. Da kann es ja nicht ganz hinten sein. Ja. Und das ist so diese Plätze, diese besseren Plätze, weißt du? Er hat sich richtig Lounge gemacht, Alter. So, was hat er für einen Film geschaut, Alter? Gab es noch nicht irgendwas, was er auch geschaut hat? Love, Lies, Bleeding. Oder hat der Heartbreaks noch dazu, Alter? Heartbreaks im Kino, Herrn Jackson, oder? Das ist crazy, oder? Aber es kommt sicher öfters vor. Ja, ja. Ibi. Ja. Safe, wenn Kino ganz leer ist, ganz hinten. Das ist der Ibi am Machen, Alter. Das ist ein Standard, normal. No. Boah, wann mach ich letztes Mal Kino, Mann? Schon eine Weile her, Mann. Hier sind wir noch. Ja. Alleine ist Kino. Aber alleine glaubst du, ist chillig? So? Ja, aber ich geh jetzt nicht mehr alleine. Für was, Mann? Weil wenn ich alleine ins Kino gehe, so, wenn ich dann rausgehe, mit wem rede ich? Du musst ja nicht reden, das machst du ja nur für dich. Na, Mann, was ist das bitte? Ja, ich will ja lästern. Wenn ich Kino gehe, dann schaue ich den Film an. Und wenn du rausgehst aus dem Film, machst du gleich Review mit dem, den du es angeschaut hast. Mit meiner Lästerschwester. Ja. Okay. Was ist das? Kino, aber ich habe noch nie. Oh, ich war ja Kino, was rede ich? Ich war halt urlang nicht mehr Kino. Ja. Alleine was? Noch nie? Noch nie alleine. Ich wollte mal gehen, dann dachte ich mir so, nee. Aber echt, ich muss mal gehen, so alleine. Nimm mal ein Experiment. Safe, lustig. Mach Video und so. Nice Filme jetzt? Ja. Es gibt ein paar. Ehrlich, was gibt es für Filme außer? Es gibt Dune, aber den zweiten Teil von Dune. Um was geht's so? Um Dune halt. So Wüste, bisschen Science Fiction und sowas. Lass stecken diesen Film. Allein, dass du es erwähnst. Darauf, ja, ohne Chance. Ich habe noch nicht mal Oppenheimer angeschaut. Ich habe schon Oscars bekommen sogar. Aber das ist gut. Ich habe geschaut, aber ich habe gecrackt. Also nein, nicht gecrackt. Ich habe gekauft. Echter Macher, ja. Ich habe gekauft, nicht vergessen. Aber der ist gut so. Aber er dauert halt 3.000 Stunden. Bro. 3 Stunden, Alter. Und jetzt zahlt sich ein bisschen. Ja, echt. Aber das sind nicht so meine Filme. Gibt's auch ein bisschen, geht aber was ab so? Ja. Ja. Anfang ein bisschen, in der Mitte wird ein bisschen ruhiger und dann am Ende ist eh wieder ein bisschen Action. Ich habe letztens, weiß ich schon, ich habe Saw geschaut. Das ist ein Horrorfilm. Saw geil. Die Saw, oder was? Die Saw geil. Das ist einfach eine fette Saw. Frau, hat er angeschaut. Die Saw, der Film. Fette Arschbacken, fetter Bauch. Ja. Real. Aber ansonsten? Ich glaube, es kommen jetzt gute Filme raus. Also. Gibt's nichts. Warte, bald im Kino schauen wir. Arafat Abu Chaka. Was geht ab eigentlich in deutschen TikTok-Raum? TikTok-Raum ist extrem ruhig geworden, kann sein? Oder TikTok-Raum ist jetzt tot, sagt ehrlich. Es sind nur noch diese Bettler da. Ich habe nur gesehen einmal, wie heißt er? Der König Barello? Von denen. Barello hat sich ein Bart transplantiert. Ja, aber Barello darf nicht mehr auf TikTok. Was ist da passiert? Ja, weil er hat so Hetze gemacht, ein bisschen. Der Idiot hat gesagt, wir müssen Demos machen, wo wir alles kaputt machen und sowas, Bruder. Ja. Und dann hat er gesagt, so ein Palästina-Ding und so weiter. Er hätte nur gesagt, Demo, okay, aber dann sagt er, sie alles kaputt machen und sowas, dann war er ja auch schon. Sie wollten sogar abschieben, ja. Aber es ging, irgendwie hat er sich daraus nehmen können, mäßig, dass es nur ist, weil Show. Er will halt Show machen, ja. Und so weiter, aber trotzdem hat er TikTok gewarnt, deswegen. Oder für diese Barttransplantation müsstest du ihn abschieben. Junge. Diese Bilder davor, Bruder. Lust. Katastrophe. Nicht mal sein Account, so wenn er auf irgendeinen anderen Account live geht. Nach zwei Tagen ist er immer weg, hat er gesagt. Ja. Dann hat dieser Dudi, kennst du den Dudi? Mhm. Irgendwann aus Berlin einfach, er hat so ein Interview so gemacht mit Ali Boumaye. Mhm. Da hat er so alles erzählt, so über Barello und so. Ja. Nach zwei Tagen, egal wenn er live mit meinem Account, nach zwei Tagen ist gesperrt einfach so. Immer. Und das Geld ist auch weg. Streamer sind verrückt, Mann. Aber er hat auch so ein Org-Influencer dort. Er ist so, wie soll ich sagen, er geht live mit irgendeinem Account, hat einfach 8.000 Zuschauer. Das ist schon wild. Random Account. Ja, ja, ja. Und wie viel hat er immer damals? Bruder, er hat mit Mero 80.000 gehabt. So. Das ist crazy, ja. Er hat, glaube ich, immer so 10er. Ich verstehe nicht, wieso er nicht zu YouTube macht.
Wenn er nicht auf TikTok. Er macht eh, aber. Juckt keinen. Mensch, es, du musst mir, manche sind so, manche, bei manchen klappt nur Stream. Ja. Bei manchen nur YouTube, weißt du, man. Manche können eh beides nicht. Er soll Twitch machen. Er macht eh Twitch. Ja? Er roleplayt, das geht ja da. Ach so, so. Ich glaube, es eh, kommt eh, glaube ich, gut geht's an. Mal? Ich weiß gar nicht. Aber weißt du, manche sind halt nur Streamer, du siehst ja die Performance, so wie Kai. Ja. Er ist ja vor Kamera so live krank. Mhm. Und dann ein Drewski, nur mit so kleinen Videos, auch Beanert stark. So. Sind so aber Drewski hat schon jetzt auch, Drewski ist auch live eine Comedy-Show. Ja, hast du gesehen. Hat er eine Tour auch gehabt. Hast du dieses Haus gesehen mit diesem Haus? Das neue. Ah, so, diese ganze Ding, die sie gemacht haben? Es sind jetzt zwei Folgen draußen. Mhm. Weißt du, wie lustig, Bruder? Ja. Ugly Rapper und sowas, die schlagen sich so urwitzig, Bruder. Drewski ist schon König, Mann. Ja, Drewski ist der Mann einfach. Ja. Er ist auch mit dem Connect und so weiter. Ja, Mann. Weil er ist der neue Fett kommt. Wie hieß der damals, der andere, der Fettag? In Amerika? Ja, ja, es gab so einen fetten Bruder. Der, er, macht, er ist ein Rapper geworden, dann ist er verschwunden. Keine sein dicker Ahnung. Bruder. Was hat der gemacht? So? Comedy, Comedy-Sketches, sowas. Irgendeine Song oder irgendwas? Nein, nein, er hat so damals so diese Comedy-Scheiße gemacht. Dann irgendwann ist er hat dann bekommen, er wollte dann Rapper werden so. Und dann ist er aus. Wenn einer versucht, Rapper zu werden, naja, keiner fühlt ihn mehr. Ja, Tupac, glaube ich. Wie ist der wieder? Warte. Aber sehe bei Streamern, jetzt nochmal zu Barello, man, du kannst ja nicht alles machen, weil man, ich glaube, die Leute haben nicht mal unbedingt Barello so gefeiert, sondern sind diese Battles und so ein Scheiß. Ja, ja. Nein, nein. Dieser Content, dieser Beef und so, das ist ja nicht Barello, das ist der Beef, den sie gefeiert haben. Ja, ja. Nein, aber bei wenn ich jetzt, ich will mir keinen Stream von Barello anschauen, weil der Typ juckt mich nicht so. Also ich meine, ist er ist ein bisschen hängen geblieben, weißt du, so kommt er rüber zumindest, weißt du, ob es gespielt ist oder halt echt. Ich weiß nicht, aber Barello, das Ding ist halt, man will halt sehen, wie du gesagt hast, diesen Beef, yeah. Wie er Frauen verarscht und sowas. Yeah. Und das kannst du halt nur live machen. So. Auf TikTok auch nur. Nee. Weil so, ich habe ja auch gemerkt, er ist nicht so, vor Kamera ist er nicht so stark. Mhm. Aber er ist halt frech einfach. Ja, wenn er live geht aber, dann performt er. Keine Ahnung wieso, wenn er live geht, auf TikTok aber nur. Ja. Ist so der Mann so. So sein Element. Ja, doch alle, als er da war, waren ja alle urgroß, alle haben Geld verdient. Er ist weg, die haben alle 100 Zuschauer mehr. Ja. Ja. Ja, ohne ihn ist es nicht. Sind alle immer mit ihm gegangen. Da. Vielleicht waren sie eh wegen ihm da, kann eh sein. Ja, sicher, die waren alle wegen ihm da. Die hatten da vorher alle 1000 da mit ihm. Wo er da war, hatten sie immer so aktive 1000 Zuschauer. Weil ich war urdrin in dieser Szene. Parallel habe ich mir durchgeschaut, Bruder, best, was es gibt da. Ja, weil es geht ja die ganze Zeit um diese Beefs. Es war ja urlustig, es war ja nur Action die ganze Zeit. Wir reden, Beispiel, hier ist Parallel, wir sind zu dritt hier dann. Wir sind Bestfreunde jetzt. Er kommt her, ich schwör, wir wollten uns dann schlagen am Ende des Tages. So. Ja, weil er einfach irgendwas ganz so, ja, Fitner reingehaut so. So ein wie... Ja, so ja. Sitzt du ganz links. Oh, lustig, ja, ja, dann ganz. Entweder es gefaked, auch wenn es fake war, manche, also erzählbar, manche Sachen waren fake, es war trotzdem Beanert lustig so. Um 3 Uhr früh, die beginnen sich zu beleidigen und so, so unentspannt. Ich das richtig gefühlt. Oder wenn, so, wenn er von Frauen so Ego gefickt hat, Bruder, das ist viel lustig. Das war aber auch letztes vor einem Jahr, so Prime-Zeit, auch so um Ramadan herum. Vor 2 Jahren war die Zeit, so mit diesem Osa noch. Der Bruder, der hat seine Frau durch TikTok live kennengelernt, hat jetzt ein Kind und so. Das ist verrückt. Echt? Ja, ja, urlustig. Es gibt über die ersten Videos was. Und so witzig. Jeden das seine. Und Bruder, die haben so Anzeigen gedrückt, Bruder. An Großfamilien und sowas. Ja, an Hulige, deswegen an, war er dann am Ende Arafat. Ja, ja, er hatte ja nur Beef wegen ihm. Arafat musste alles ganz klären. Ja. Uarm, so, das war auch lustig. Arafat, so ein erwachsener Mann, er war ganz mit denen so. Eigentlich gar nichts mit Internet zu tun. Aber so kommt er halt an die Jugend, weißt du? Ja, aber Arafat war noch wenigstens okay. Sein Bruder war ja schon mal zwei und sowas. Bruder, erwachsener Mann so. Der wurde dann nur gemobbt am Ende von Barello und so, ganz schlimm. Ja, aber Arafat war da, glaube ich, nur so ein bisschen so Brand, ein bisschen pushen. Ja, yeah, safe sogar. Ja. Er war eh immer ruhiger ein bisschen, hat so versucht, ihn zu beruhigen und so, live und so weiter. Und war lustig, wenn er gesagt hat, so, ausschalten, wenn er leise ist. Ist. Das wäre ja auch arg. Da so, erreicht man halt auch ein bisschen die Jugend, weißt du? Zum Beispiel jetzt, Sido, alter Mann, er kommt Ding. Luciano-Konzert, keiner kennt seine Songs, ist das. Keiner kennt ihn vielleicht sogar überhaupt. Ehrlich, ich denke, Bro, doch, kennen schon, aber... Vom Fernsehen her und so. Das ist ein bisschen wie Snoop Dogg. Aber Sido ist big. Sido ist deutscher. Er hat große Konzerte, aber das sind alle ältere Männer schon. Weißt du? Sind alle älter als wir und wir sind schon nicht die Jüngsten, weißt du? Stell dir vor... Ja, nein, ich bin jung, ja. Ey, also ich rede für mich selber, weißt du? Ja, was du bist, ich weiß nicht. Alter Mann, Alter. Nein, aber ich verstehe schon. Wir sind alle noch jung. Nein, aber ich meine, so, wer kommt zu Luciano-Konzerten? Unter 20? Ja, wie gesagt, die kennen nicht mal alte Luciano-Songs. Und so Anfang 20, weißt du? Und die... Deswegen, aber ich glaube auch durch diese ganze Beef-Sache hat er sich YouTube verkackt. Weil zum Beispiel, ich sehe öfters TikToker, die jetzt kommen und in die YouTube-Bubble reingerutscht sind, weil die sind halt lustig, korrekt, aber halt auch nicht kontrovers. Aber wenn du kontrovers bist, dann kommst du nicht zu Inscope und so dazu, weißt du, ich meine? Nein, nein, ich kriege. Und zu diesen ganzen Leuten, weil YouTube ist sauber, weißt du? YouTube ist eine saubere Plattform. Nee, da gibt es nicht so Beef. Zum Beispiel dieser Abdi, kennst du diesen? Abdi, ne? Abdi. Und dieser eine, der immer Skits macht auch so mit diesen Clemens und so einem Scheiß. Abdi, ja, dieser Schwarze. Ja, der ist auch, rutscht auch langsam in die YouTube-Bubble rein, zum Beispiel. Ja, ich habe ihn jetzt ein paar Mal mit, bei YouTubern gesehen und so. Ja, der ist auch lustig, Mann. Der ist auch lustig und nicht kontrovers, so, er schadet niemand mit seinem Humor. Und wenn du so wie Barello halt Beef anstiftest,
Da das hat halt ein Limit, so weißt du. Und du kannst TikTok big sein, aber wenn du Respekt haben willst, musst du auf YouTube groß sein. Ja, also. Mhm. Weil das sind zwei verschiedene Welten, weißt du. Ja, und alle, die Content machen, entwickeln sich irgendwann mal weiter. So. Er müsste halt damals... Ich kann mir nicht 3 Jahre Barello Beef anschauen, so irgendwann mal... Habe ich jeden dies gehört, so weißt du. Es wird immer lustiger, weil es war immer eine neue Sache dabei. So. Ja. Eh, aber jetzt dann irgendwann. Vielleicht hätte er, jetzt sehen wir ja so reden, weißt du, wie er hätte machen sollen. Aber ja, vielleicht hätte er. Okay, wissen, weißt du. Ja, vielleicht hätte er einfach so auch gleichzeitig YouTube. Ja, genau, habe ich mir auch gesagt. Ja. So Vlogs oder irgend sowas. Einfach nur Highlights, Bruder, von Livestream. Einfach das wird schon reichen, nur reinzukommen. Highlight-Kanal hätte er machen können, ja, für Geld einfach. Vlog einfach. Ja, ja. Aber ja, er hat nicht gemacht. Das war genug für ihn. Und in seiner Prime, Bruder, ich glaube, ich hätte Binette zahlen auf YouTube. Ja, allein Vlogs und so weiter. Ja, safe sogar. Obwohl er immer in seiner Wohnung gechillt hat. Blogs alleine, wie hast du mit Arafat draußen und so weiter. Er hätte geballert. Ich hätte sogar, glaube ich, angeschaut. Blogs mehr als diese Beef da. Er bräuchte nur einen guten Cutter und der hat das Geld gehabt für einen guten Cutter und Kameramann, Bruder. Aber ja, ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Aber in diesem Sinne, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sozialstunden-Podcast. Mit den Jungs und mir. Das erste Thema, was wir reden wollten, war... Ramadan Karim an alle Brüder und Schwestern da draußen erstmal. Ja, real. Ich weiß nicht. Einfach auf chillig so. Chillig. Heute entspannte Wochenendfolge mit kontroversen Themen, aber. Ja, wie immer. Diesen. Heute reden wir über Inder. Ja. Aber nicht alle Inder, keine Angst. Ja, ja. Nur die Bösen. Nur die bösen Inder. Was ging da ab? Habt ihr diese Geschichte gesehen, wo so ein Paar so durch überall gereist ist zusammen? Ja. Sie waren in Irak. Überall. Afghanistan. Mexikaner oder so, oder sind die? Ich weiß oder Spanier. Ja, oder ja, Spanier, Barcelona Spanier, Spanier, ja. Die haben überall so, haben sie auch Videos gemacht. Ja, ja die haben 7 Jahre lang, habe ich sich genau, gefilmt. So genau. So Backpacken-mäßig. Ey, so weiter. Und dann wurden sie einfach mitten in der Höhle, haben den einfach so Inder überfallen und haben die Frau vergewaltigt. Mitten in der Höhle? Höhle. Oder irgend sowas, oder? Höhle ist auch gleich. Das war die Höhle. Das war die Höhle, was passiert. Ist kein großer Unterschied da, gell? Der hat mir einfach überfallen, die Frau vergewaltigt und ihn verprügelt, Bruder. Und Messer dran gehalten, damit er nichts machen kann. Bruder. Das waren einfach 7 Männer, die sind bei ihnen in ihr Zelt reingegangen. Das ist crazy. Und haben mäßig zu 7 haben sie dem Mann mäßig ein Messer an den Hals gehalten und haben die Frau vor seinen Augen vergewaltigt und er konnte nichts machen. Es waren halt 7 so Männer, crazy, die haben das Zelt gestürmt und sind dann reingegangen. Erklär nochmal. Ja, weil ich da, hat er erklärt, oder? Nein, egal. Oder? Ich muss es nochmal betonen. Alter. Crazy. Ja, ist sehr wild eigentlich, Bruder. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Alter. Als Mann? Bruder. Frau sowieso, aber... Frau wurscht, der Mann, Bruder. Er hat zugeschaut, ja. Er sagt dem anderen Burschen, keine Angst. Nein, schon schlimmer. Stell dir vor, deine Frau, dein Schatziputzi, Bruder, wird zerfetzt und so, die wird zusammengeschlagen, du genauso. Und du musst alles sehen so. Ich will nicht wissen, was das für ein Schaden ist noch. Was das für ein Schaden verursacht. Ich glaube, die gehen nie wieder irgendwo anders hin mehr. Nein, allein auch zwischen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie die Frau ist, aber vielleicht ist sie ein bisschen nicht böse auf ihn, aber so mäßig, wieso hast du mich nicht gerettet? Oder ja, aber man hätte sich bewegt, Messer. Ich weiß eh, aber trotzdem, weißt du, ja, es ist immer dieses... Willst du nicht für mich sterben? Yeah. Willst du nicht für mich sterben? Nein, ich glaube nicht, dass sie so streiten, aber trotzdem, weißt du. Ich hätte einen anderen Kampf gerade im Kopf. Ja, eh, das ist halt das, weißt du. Bruder. Aber oh, komisch, sie schaut viel jünger aus als er. Ja. Ist dir aufgefallen? Ja, aber... Ja, Bruder, sie ist Riz. Riz? Ja. Safe. Das ist schon wild, Bruder. Schäfer, du bist mit deiner... Du warst, er war überall, Bruder. Er war sogar bei den Taliban, wo sie alle sagen, es ist nur schlimm und sowas, Bruder. Sogar dort waren sie im Frieden. Sure. Ja, Mann. Dort. Bruder, in Indien geht's ab mit Feminismus und so. Die brauchen eine Feminismuswelle dort. Bruder, eine ganz wilde, glaube ich. Ich habe dann auch so welche auf Insta gesehen, diese Videos, wie so Frauen gehen. Sie liegen auf Strand, auf einmal tausende Männer stehen so und schauen dir. Das ist Bruder, crazy. Was ist verrückt. Das ist verrückt. Sie macht so, sie liegt so am Strand, sie filmt so einfach sich selber, dann dreht sie die Kamera um. Aber das ist so ein Ding um sie herum einfach. Aber so richtig viele, Mann. Ja, ich schwör, das ist das Wilde. Und die stehen da ohne Handy, die stehen einfach so mäßig und schauen einfach so. Tun alle, die tun sich so merken für die Highlight des Tages, so chillen einfach so und schauen. Aber in Entwicklungsländern ist das eh ein bisschen crazy so. Weil in Sudan ist das also ist nicht so auf dem Level so. Aber meine Mutter ist ja auch zum Beispiel weiß. Und wenn sie dort am Markt geht, dann ist auch ja, schon ein Auge gemacht. Weißt du, was geht ab? Aber du musst überlegen, am Markt, Bruder. Das am Markt, dass du, wenn ich nach Kosovo, die schauen mich an. Weißt du, weil die chillen, das ist deren Arbeit. Die schauen einfach Menschen und an. Und Geld kommt mäßig. Aber dort, Bruder, mitten am Strand, Bruder, wo einfach nur beim Vorbeigehen, weißt du, kannst schauen, ist normal. Bruder, jeder. Auch so, boah, krank. Und oder sie drehen so an und ziehen sie dann so mäßig, wollen sie mit wegziehen. So. Das ist wild, crazy, da muss ich aufpassen. Ich bin jetzt, wenn ich jetzt so am Abend so rausgehe und so weiter, ich hätte schon ein bisschen Angst, dass meine Tochter so draußen unterwegs ist in der Stadt, in der Nacht. Man weiß nicht, Bruder, was passiert. Schon, was der niemand auf der Straße, ich hätte Angst.
Man hört immer mehr. Ich denke mir das schon alleine, wenn ich manchmal so kleine Kinder oder so alleine auf der Straße, das ist ein anderes Beispiel jetzt, aber von Kinder-Eltern-Perspektive her, wenn ich sehe, wie kleine Kinder auf der Straße gehen und so alleine von der Schule nach Hause gehen, so Volksschulkinder, ich denke, ich würde mein Kind niemals, oder so ein kleiner, den nehme ich mit wie nix, oder weißt du, das ist schlimm. Ich würde den niemals den Bus alleine lassen, Menschen sind krank. Ja. Na. Ich würde auch mit meiner Tochter oder so kommen und sagen, sie möchte Urlaub irgendwo in Indien machen. Oder also ich so, vergiss alles. Indien? Na, Bro. Vergiss, dass du nach Indien gehst. Oder? Nach, ich würde schon sagen, ey, Indonesien, ja. Indien, nein. Aber wieso Indien, Mann? Bro, Indien ist so das Ding, es gibt, es ist schon zu viel passiert gerade. Ja. Die, es ist wirklich, viele Negativschlagzeilen gegen Frauen, Mann. Viel zu viele, das ist das Problem. Ich weiß nicht, aber was ist da in Indien, Alter? Wieso ist das so? Ich glaube, es sind einfach zu viele Menschen auf einem Fleck, Bruder. Das kann sein. Und so ungebildet und so kann auch sein. Ja, viele sind in der Schule. Vielleicht, weißt du, wie sind die Frauen in Indien? Indische Frauen. Ich weiß, Indien gibt es so viele verschiedene Kulturen. Ja, Mann, es Indien gibt ja christliche Inder, es gibt sogar muslimische, glaube ich. Und dann gibt es Hindus, dann gibt es Sikh, weißt du. Es ist zu viel einfach, glaube ich. Und die sind arm und so weiter auch. Ja, vielleicht meisten wahrscheinlich. Ich weiß nicht, Mann. Ich habe auch einmal ein Video gesehen, so CCTV-Aufnahmenmäßig, wo so einfach eine Frau auf der Straße ging. So, der Mann kommt da und sticht sie ab. Ich habe mehrere solche Sachen gesehen. So Gewalt gegen Frauen. Schaut so aus, als wäre nichts. Und dann passiert einfach irgendwas. Einfach. Und zum Beispiel Touristen, Mann. Sieben Männer gehen in ein Zelt rein. Bruder, was geht bei denen ab überhaupt? Erstmal, das mit sieben Jungs muss man halt zusammen trommeln, Bruder, dass da eine Frau in ein Zelt rein ist. Ja. Nee, einfach, aber jetzt wurde sogar hier in Wien so eine 12-Jährige oder 14-Jährige. Echt? Ja. In seiner Wohnung von diesen 26-Jährigen? Nein, in diesem Hotel. Aha. In so einem Hostel. Haben die mäßig so mitgenommen, so sieben Jungs oder sowas. Scheiße. Und haben die mäßig so gedrängt dazu. Und sie hat sich halt so... Ja, was sie machen, wo sieben Typen... Und sie war so 12 oder 14. Und die Typen? Und die Typen waren auch so 15, aber einer war 18. So 17, 16. 15, 18, das ist ein crazy Alter, um sowas zu machen, Alter. Ja. Ein 12-jähriger Bruder, ihr Hurensohn. 12 oder 14, irgend sowas. Das und mäßig, sie hat so mäßig irgendwie sich unterdrücken lassen von denen und hat dann irgendwie machen lassen. Mhm. Und dann später ist sie halt zur Mutter gegangen und hat gesagt, so, ich wollte das gar nicht, dies und das, weißt du. So, sie haben sie, glaube ich, nicht geschlagen oder so, aber so unterdrückt und so mäßig dazu gedrängt. Ja. Und die wurden jetzt mäßig verurteilt oder es gab irgendeinen Prozess. Das ging für wahrscheinlich viel zu wenig verurteilt. Aber es waren auch Kinder, ist auch wieder ein Ding. Das ist trotzdem. Alles nur unter 18, aber Bruder, die kriegen gar keine Strafe wahrscheinlich. Ja. Du musst auch denken, oder, sagen wir, das waren sieben Jungs. Einer davon wollte das safe nicht 100% mitmachen, aber er hat es gemacht, weil die Jungs gemacht haben. Das kann sein, das kann mir auch, kann ich mir auch vorstellen. Trotzdem. Halt, du bist trotzdem selber schuld, so dass du überhaupt keine Ausrede oder so, aber... Der Hurensohn, Bruder. Aber auch als Frau, man, urstark, alle Frauen, die danach so zugeben können, dass es passiert ist, auch stark. Ja, weil extrem. Man sagt immer so als Mann, so wenn irgendwas passiert, das Ego, weißt du, so wie dich dann andere, wie dich dann andere wahrnehmen und so, ist als Frau nicht anders, weißt du? So ist es. Wenn du so sagst, du wurdest vergewaltigt oder so, das ist so, Bruder. Nicht, das ist so, wenn du sagst, so, du hast Depressionen, ist alles okay, ah, sorry, Bro, alles gut, ist das. Weißt du, ob das was Leute, anderes. Ja, aber du weißt schon, vom Ding her, du bist so in der Gesellschaft ein bisschen schwächermäßig. So. Es ist dir halt was passiert und jeder weiß es, weißt du? Das ist halt hart einfach so, damit dann durchs Leben zu gehen. Extrem hart. Weil dich alle anders sehen, weißt du? Ja. Wenn du das einmal gesagt hast. Ich sag dir ehrlich, Bruder. Es ist jetzt egoistisch so zu denken, aber es ist auch als Mann schwer, glaube ich, so mit einer Frau, der das passiert ist, auch so umzugehen, glaube ich. Hm. Weil du musst ja urempathisch sein. Und ich würde so auch, du Angst bisschen, weißt du, wie gehe ich mit der um, wie rede. Was soll ich sagen und so? Ja, ey, sowas. Stell dir vor, du bist mit einer Frau zusammen und sie sagt dir sowas. Ist schon Angst. Das ist das jetzt, weißt du, das musst du mal auch für dich selber dann tragen, wie du ihr weiterhelfen kannst. So. Mhm. Ob du damit klarkommst selber, weißt du, das ist halt das Harte. Stimmt auch wieder, Mann. Frauen ist schon alles crazy. Das ist das Schlimmste, was einer Frau passieren kann. Ich sag dir ehrlich, man muss jeden Vergewaltiger kastrieren, radikal kastrieren, misshandeln, in den Knast schicken, rauslassen, dann nochmal misshandeln und dann soll er weitermachen mit seinem Leben. Muss. Preach. Ohne Gewalt passiert nichts. Vertraue. Egal, was sie sagen, Bruder. Er geht 3 Jahre in den Knast wegen Vergewaltigung. Wie lange? 5 Jahre? Ja, was ist das? Nicht einmal vielleicht. Strafen sind was ist das? Behindert, Mann. Nicht einmal gehen die mit guter Führung kommst du ja 2-3 Jahre früher raus, Bruder. Was ist das? Die meisten kriegen nur so 2-3. Ja, was ist das? Eine gute Führung ist allgemein ein Mythos, Bruder. Das sollte es nicht bei jeder Tat geben. Okay. Das ist so... Bei Raub und sowas, ich verstehe noch, was der, okay, aber bei so Mord, Vergewaltigung und sowas, Bruder, so chill. Es gibt so Sachen, da kannst du sagen, okay, er kann sich bessern. Ja, Mann. Dann gibt es so Sachen, er hat es gemacht. Ey, er hat es gemacht, das ist vorbei, Alter. Weißt du? Das ist vorbei. Na, man muss wirklich bestrafen, Bruder. So wirklich, man muss wirklich bestrafen. Aber in der EU wird jetzt langsam so dieser Femizid, wie nennt man das nochmal? Femizide, zum Beispiel in Kroatien haben sie das jetzt mäßig anders gemacht, dass es jetzt als größere Straftat angesehen wird und so weiter. Mhm.
Es geht eh ein bisschen in die Richtung. Schau mal, wie es hier in Österreich ist. In Kongo geht es auch extrem ab, was das angeht, Mann. Ja, Militär und so, die machen ja auch, die gehen ja durch und tun einfach Frauen mäßig. Wie heißt diese? Boko Haram? Ja, das ist Nigeria. Aber da auch. Ja, ja. Die gehen so in der Schule, nehmen Kinder mit und so weiter. Ja, Mann. Wir haben damals, so, glaube ich, eine ganze Frauenklasse mitgenommen. So. Einfach mitgenommen. Dann machen die halt mit der Dinge, weißt du? Ich werde nie verstehen, wie ein Mann an der Spitze es schafft, eine ganze Armee dazu zu animieren, ihr ganzes Land und ihre Frauen einfach so zu demütigen und zu vergewaltigen. Eigene Frauen, wenn du überlegst. Das werde ich niemals verstehen. Halt, was wurde diesen Menschen erzählt, dass sie das dann durchziehen? So jeder einzelne Bodensoldat, jeder letzte Dreckige von denen. Weißt du, was bringt sich da? Das werde ich nie verstehen. Wieso so? Aber die denken sich dann auch, vielleicht die denken sich, sind Teil von dem großen Ganzen, von dem, ich gehöre zu dem, weißt du, ich bin Motherfucker-mäßig so. Ich bin in seiner Gang. Ich kann machen, was ich will. Ich bin Chef, ich bin einer von denen. Ah, die so wie Gang-Members-mäßig. Ja, aber es ist ein Unterschied, wenn Gewalt nur Gewalt als sowas. Das ist ja schon. In Kongo, was ich gesehen habe auf TikTok öfters jetzt, die lassen die Frauen, die töten ihre Männer, lassen ihre Frauen ihre Geschlechtsteile essen und vergewaltigen die Frauen. Bruder, ich schwöre. Und Kongo ist so alt, man erfährt nichts dort. Bruder, diese Frau, die das erzählt hat, meine Augen waren so tot. Und ich dachte mir, Bruder, stell dir vor, das Bruder. Dann, du lebst noch weiter, so weißt du. Und auch in Afrika, ich sah auch urgroß mit diesen Leuten, dass sie Frauen kastrieren und sowas. Wie? Ja, halt mäßig unten so ein bisschen, oder so beschneiden oder sowas, umschnippeln oder zunähen und sowas auch. Ja, Mann. Ja, ich verstehe es nicht. Was gibt dir das so? Weißt du, ich meine, das sind so die schlimmsten Sachen auf der Welt. Boah, dass du das hier behindert weh, Bruder. Deswegen, Frauen passieren die schlimmsten Sachen auf jeden Fall. Ja, das ist schon schlimm. Frauen leiden eigentlich so. Ja, ich war crazy, Mann. Allein die Angst davor. Ja. Früher habe ich das nie gecheckt, dieses mit alleine rausgehen, dies, das. Ja, gell? Weißt du? Ja. Aber je älter man wird, oder, je mehr Geschichten man hört, oder? Puh. Ich dachte mir auch damals, meine Schwester sagt mir so, komm, Straßenbahn, mich abholen. Ich so, erst 5 Minuten entfernt, was willst du mir? Ja. Aber erst so 5 Jahre später denke ich so, heißt, einerseits, Bruder, es ist so 1 Uhr oder so und sie kommt gerade nach Hause. So, sie denkt, ja, auch so, Bruder. Deswegen, Jungs, passt auf eure Schwestern auf, Mütter. Und wie oft ist das, wenn dein Typ oder deine Schwester verfolgt? Das ist so mehr das Gefühl so. Ja, ja. Ist eh so. Wenn du nicht zu Hause bist, dann sagt sie, ja, einer folgt mir, Bruder. Und du kannst es machen. Moment, ich würde, wenn ich eine Tochter habe, ihr mein Auto geben, bevor sie öffentlich fahren und so weiter. Ich soll mit U-Bahn fahren, bevor sie. In der Nacht, safe. Am Tag sage ich immer, weißt du, wurscht. Ja. Aber in der Nacht, Bruder. Ja, sicher. Gar nicht. Also früher habe ich nicht verstanden, wenn ich musste halt immer nach Hause gehen. Yeah. Kilometer, weißt du, Bus kommt, ich muss nach Hause gehen. Er erzählt, wie damals Großelterngeschichte in die Schule gehen, bist du, was? Kilometer. Weißt du, aber so, weißt du, so, ich habe angerufen, mein Vater, so, also, vergiss, dass ich dich hole, weil es geht zu Fuß. Ich denke mir so, Ding. Meine Schwester sofort, ich dachte mir, unfair. Yeah. Wieso? Aber jetzt, ich raff, weißt du. Ich sag mir auch jetzt mal, aber erst, einerseits, es macht Sinn, weil eine Frau einfach kann sich schwer wehren. Egal, wenn sie sagen, Bruder, Frauen, sowas, Bruder. Ein Mann hat immer mehr Kraft, Bruder. Auch wenn sie sagen, mal Kampfsport oder so machen. Wurscht, Bruder. Egal. Sie ist einfach leichter. Ja, Mann, ein Mann packt sie einfach, Bruder. Das ist ein anderes. Und wenn du noch 2 Männer dann vergisst, komplett. Bruder, bei 2, da habe ich nie schon. Und dann kommen sie zu 7, weißt du, diese Schwänze, Mann. Bruder, zu 7 Uhr arm, Bruder. Sure. Das ist crazy. Und die kriegen so alles mit, so 7, das dauert ja wahrscheinlich länger, 7 Menschen, Bruder. Wie lange haben sie, Bruder? Ich will nicht mal wissen. Wie ekelhaft muss das für diese Frau sein? 7 stinkerte Hurenkinder, Bruder, sind in dir drinnen und so. Bah, die Arme, Bruder. Das ist crazy. Das ist so traurig eigentlich. Diese 7 Typen, gell, würde ich die sehen, gell, ich würde jeden kastrieren, Mann. Wenn es ein Gesetz geben würde, es gibt einen Job zum Kastrieren, ich würde diesen Job machen. Mit ganzem Herzen, Bruder, ich würde diese Sippis wegschneiden, Bruder. Slag, Bruder. Weil haben die keine Eltern, haben die keine Mütter, Schwestern, Bruder? Haben die keine Angst, denen passiert so? Ich glaube. Juckt es denn nicht so? Ich glaube, das ist einfach so, die haben das einfach nicht in sich, glaube ich. Gell, man, ja, safe sogar. Ja, deswegen Feminismus eh stabil und so, ehrlich. Ja. Also diese Steigerer nicht, aber diese normalen, Baba. Ja. Baba. Ja. Aber weißt du, wir brauchen auch diese mit kurzen Haaren, die kein Fleisch essen und so. Und die Radikalen. Ja, diese Extremen. Diese Militanten, weißt du? Es muss, es ist eh scheiße, aber es muss immer ein bisschen Radikale geben, damit es sich so einpendelt. Stimmt auch wieder, ja. Weil würde es die nicht geben, würden alle so Dinge, weil dadurch... Unter den Teppich kehren. Ja, yeah, das ist dann so, ja, weil es diese Radikalen gibt, das weitermachen die aufmerksam und deswegen tut sich das alles einpendeln. Das sind ja die Nervigen so. Ja, ja, ja. Übertreiben, ey, manche hassen einfach Männer. Es ja, gibt Frauen, lustig, wenn ich was erklären würde. Die hassen einfach Männer, weißt du. Zu einem Teil... Er ist einfach krank, eigentlich. Manche auch. Männer kann man hassen. Yeah. Es gibt extra Hurensinn, weißt du. Ja, ja. Sage ehrlich. Aber ja, anderes Thema. Ja. TikTok-Bann in Amerika. Glaubst du, es war ja schon einmal Gerüchte, dass das passiert. Ja, aber jetzt haben sie abgestimmt.
Echt? Ja, und es war irgendwas, dieser Members of Congress, keine Ahnung, was es auf Deutsch ist. Da habe ich es nur auf Englisch gesehen. So. Die haben ja abgestimmt, 81%. Das waren, weißt du, die beiden Parteien gemeinsam mäßig, so wie hier Parlament oder so. Ja, einfach so eine Wahl. Ja, die haben einfach 81% abgestimmt, dass es gebannt werden soll. Oh. Und was war die Begründung? Die Begründung war wegen China, glaube ich. Spionage-Scheiße. Spionage. Ja, aber es ist ja eigentlich, was jetzt auf TikTok halt so kursiert, ist ja, dass alle Amerikaner denken, dass TikTok quasi ihre einzige Stimme ist, weißt du? So ihr einzige Sprachrohr, wo sie wirklich ungefiltert reden können. Es macht halt Sinn, weil die sagen, die haben ja gesagt, er soll das Unternehmen verkaufen. Mhm. Was ist das? Wegen Amerika, was glauben die eigentlich so? Mhm. Weil TikTok können sie ja nicht kontrollieren. Mhm. Instagram und so locker, aber TikTok nicht. Deswegen machen sie die ganze Faxen. Das ist das Ding. Kann eh sein, und auch diese ganzen Verschwörungstheorien, die das kommt ja alles auf TikTok. Ja, alles. Starbucks hat in den letzten Monaten irgendwas 2 Milliarden oder so verloren wegen TikTok, weil Leute auf TikTok über die schlecht geredet haben und über ihren Owner und so. Ja. Die weil Leute halt einfach sagen können, was sie wissen. Ja. Keiner kann es kontrollieren. Und das ist doch geil, oder nicht? Das, so muss es ja sein. Und Leute, weißt du, alle die Starbucks und diese ganzen Unternehmen, die schon seit Jahren da sind, diese ganzen Welt, großen Unternehmen, diese, wer ist das, Monopole da, die sind ja alle Leute, die in Amerika im Kongress sitzen und Politiker und so, die haben alle darin Anteile und so. Ja, sicher. Ja, normal, die haben Geld gratis, weißt du, die geben einfach in da Geld rein. Und das heißt, die müssen diese Unternehmen on top halten. Wenn aber die Leute über diese Unternehmen einfach schlecht reden können, auf TikTok und so, krank, dann verlieren die Politiker Geld. Wild, Bruder. Ja. Und plus, die sagen ja, weißt du, auf TikTok ganz einfach, in Amerika ist das Essen urschlecht, aber keiner schaut. Ja, aber auf TikTok sieht man die ganze Zeit. Auf TikTok sieht man die ganze Zeit, wie die exposen und so. So weit essen eigentlich. Die alle Obst von den Bäumen und so, weil sie wissen, wie es abgeht. Auf der aber Welt. Essen in Amerika ist wirklich schlimm, Alter. Bruder. Ja. Die haben diese Zusatzstoffe und so. Aber was sie da noch unnötig alles rein und so weiter, dies und das. Die macht es so ekelhaft irgendwie. Und gesundes Essen ist halt extrem teuer. Ja, das ist das Problem. Das ist so, was bei uns schon teuer ist, ist dort noch teurer, weißt du? Weil keiner drauf schaut und so weiter. Mhm. Und dann essen die alle Müll, Lebenskosten sind zu hoch, Gehalt. Angeblich haben die seit, keine Ahnung wann, keine Mindestgehalterhöhung gehabt und so. Das ist alle broke. Ja, die haben ja auch kein Weihnachtsgeld, kein Urlaubsgeld. Und die Leute, die das abstimmen, diese 81%, das sind alles Leute, die schon seit 40 Jahren auf dieser Position sitzen und rich auf Steuergelder leben mäßig. Die sind rich. Wie viele verlieren ihren Job, Bruder, von diesen TikTokern? In Amerika sind ja urviele, oder nicht? So angeblich 300.000 Leute oder so verlieren Jobs, irgend sowas. Alter, ja, du musst dir vorstellen, als wird ganz Europa gebannt werden, TikTok. Schon viel. Von der Menge. Ja, ja. Weil wie viele leben in Amerika? 360 Millionen? Ja, aber ich glaube, es kommt jetzt so gleich. Schau mal bitte, bevor wir Scheiße lachen. Ja, ich glaube, es ist kein arger Unterschied, oder? Aber es ist halt das Ding, dass Amerika... Schau du Amerika, ich schau Europa, wie viele Menschen... Ja. Ich schaue. Weil es halt so Amerika ist, dieses. Was schaust du? Indien? Schaue ich an. 331 Millionen. Amerika? Mm, Russland hat allein hat 143, sehe ich gerade. Ja, Mexiko hat 126, Bro. Mexiko. Jetzt schau mal. Unterschätze ich immer. Schau mal Indien. Okay, Europa hat 746 Millionen. Passt, das doppelt einfach. Aber ja, wird schon passen gleich. Indien 1,4 Milliarden. Bro, die müssen Crack werden. Es ist zu viel, Bro. Mit 1,4 anderen in der Spanien. Eine Milliarde weg, glaube ich. Dann, glaube ich, wäre so Baba, weil was ist halt platt. Es sind zu viele Menschen, Mann. Ja, und urviele Slums, urviele Armut. Ja, das ist das so Problem. In der Welt allgemein, Bro, es gibt ist überall Sklaverei und so einen Scheiß. Gibt's ist das Indien oder ist das China, wo diese Kasten sind? Kasten? So, also Menschen und so, die sind in dieser Kaste, glaube ich, heißt das. So, es gibt so wie Level. Von Menschen. Ich glaube, China muss das sein. China? Weil Uiguren sind wahrscheinlich unten, Bruder. Ja, weil wenn du überlegst, da gibt es halt... Und da gibt es so mäßig so die ganz oben, die in der höchsten, die dürfen nicht heiraten, mäßig Männer, die unten sind. Aber wie damals, Frauen können ist das so oder? Gesellschaftlich oder... Gesellschaftlich, aber ist. Gesellschaftlich, aber es ist schon sehr das hört in den Regeln drin. China, Japan und sowas. Ja, so irgendwie. Deutschen damals oder nicht auch so, oder? Nein, nicht so. Okay. Es ist so irgendwie 5 oder 7 Kasten. Ich weiß nicht, ob das Kasten ist, ob ich mir das gerade ausdenke. Kästchen. Und also mäßig, um die ganz Place, unten, um die ganz Sache unten, die können vergessen, einen Job zu bekommen. Die sind dafür bestimmt geboren, broke in dieser Ding zu sein und broke zu sein und einfach arm zu sein. Das ist ein bisschen wie bei Black Mirror, diese eine Folge. So, du hast keinen Wert. Und wenn du da bist, dann bist du einfach da. Das kannst du vergessen, dass du hochsteigst irgendwie. Das kann nicht sein. Ich weiß nicht. Alter, kann eh sein eigentlich. Kann, kann alles sein, Bruder. China sind ein bisschen. Und dann heißt es so, weil mäßig so, du wirst einen Job haben, du kommst nicht in die Schule. Das ist keine Schule und wenn du ganz unten bist, also bist höher irgendwie. Nein, ich weiß. Nein, ich glaube, und vielleicht nicht. Kannst du dich in deinem Leben hocharbeiten auf eine vielleicht oder 2 maximal. Aber dann über Generationen und ganz nach oben kommst du nur, wenn du mäßig Elite bist. Weißt du? Da kommst du nicht rein. Durch Blut mäßig. Durch Blut, du heiratest rein. Ich schwöre, wie viel.
Und deswegen ist auch, glaube ich, ein Grund, warum Amerika auch TikTok bannt, weil TikTok quasi so ein Sieg ist für China, weißt du? Ja, Mann. Die geben einfach, aber China gibt auch Amerikanern Gründe. Wie heißt das? Meinungsfreiheit ein bisschen. Ja. Aber und die Amerikaner nehmen es halt ihnen wieder weg. Und die Amerikaner checken aber gerade, was abgeht. Ja, weil sie schon, ich glaub, weil das Ding ist, es wird bald irgendwo einen fetten Krieg geben und wir sind alle gefickt, sag ich ehrlich, Mann. Wenn Amerikaner aufstehen, Alter. Ja, aber Amerika ist untereinander. Welt, untereinander haben die Beef vielleicht bald. Ja, endlich sage ich. Wenn diese Wahlen kommen und so weiter und es nicht so rauskommt, wie es manche wollen, ja. Zum Beispiel, dass Trump gewinnt und so weiter, mhm. und wieder irgendeiner... Wie war das Kapitol, was die mal gestimmt haben? Ja, das war schon einmal, schon weißt du? Und jetzt sind mäßig die Leute noch frustrierter, weil kein Geld ist dies und das. Mein Leben, Alter. Noch frustrierter, es ist weniger Geld und dann sagen manche schon, dass das eskalieren wird. Boah, stell dir vor, es ist ein Krieg in Amerika nur. Das gab es ja schon. Ja, aber nein, das Ding frischer. Ist, ich weiß eh, aber Civil War. Wann war das? Schau mal. Wir lernen auch selber dazu. Mal, wir googeln hier, Mann. Das ist Unterricht oder so. Schön. Sozialschule, Universität, bald. Nur ohne Lehrer. Besser als Harvard. Hier ist auch alles selber trocknen am Ende. 1861 bis 1865. Wann wurde Sklaverei weggegeben eigentlich? Spät. Ich bin immer verwirrt von diesem einen Film, Der Butler. Dass der Typ Sklave war und gleichzeitig Obama gesehen hat. Das verwirrt mich jedes Mal. Wow. 1863 war Ende. 1863. Na, ich würde, der Film macht keinen Sinn. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. 63. Ja, aber wieso? Er wurde geboren, war Sklave dort und dann... Okay, wie alt ist er geboren, der Typ? 2 Millionen Jahre alt. Das meine ich ja. Ja, aber... warte kurz. Obama war ja auch... Nein, Obama war Obama 2008. Ja. Ja, verstehst. Das ist der Bruder. Wer 100 Jahre Butler, Bruder. Das liegt. Ich weiß nicht. Sklaverei. Aber cooler Film. Die letzten Länder, die Sklaverei offiziell verboten haben, waren 1962 Saudi-Arabien. 62 ist auch wenig. Ich meine, Arabien sind die schlimmsten. Arabien sind die rassistischsten Loki. 62 ist auch arg. 19, das ist gestern war es. Ich schwöre. The fuck, Junge. Das ist wild. Saudis, Bruder, mit Bruder, wenn die wollen würden, Bruder, die würden. Menschen, warte. Die Welt ist so gefährlich eigentlich. Es ist gerade so. Ja, moderne Sklaverei gibt es immer noch dort. Bald. Ja, das ist normal. Das gibt es überall. In China auch, angeblich. Ja, angeblich in der Türkei auch. Überall wahrscheinlich. Angeblich. In Afrika gibt es auch. Russland. Angeblich. Überall. Sogar, warte mal, es gibt hier irgendeinen Sklaven irgendwo in Österreich, Bruder. Es gibt überall. Sexsklaven. Ja, die gibt es sowieso. Ich meine, die anderen. Ja, wir meinen jetzt so arbeitermäßig halt so. Ja. Es gibt es überall. Auf KZ-mäßig. Oder überall. So wie diese Minen in Kongo oder so. Ja. Überall. Das ist crazy. Egal wo. Man, eigentlich, schau, wir haben ja alle Apple-Produkte und so, eigentlich gut dreckig, Mann. Ja, aber alle Handy-Produkte. Ja, schon. Ich alle keine. Computer. Ich hab sowas nicht. Ehrlich, was ist da? Ein Ziegelstein. Ja, auch mit. Das ist eben Meier, sowas. Ich war jetzt, glaube ich, so 5 Monate nicht mehr beim Mackey oder so. Echt? Cola und so habe ich auch vermieden jetzt die letzte Zeit. Urviele viele verzichte ich jetzt so. Ich meine gestern. Extrem viele. Ja, mei. Ja. Na. Der Lifestyle oder so. Na, ich versuche es auch. Extrem viel. Man versucht halt, aber man kann halt nicht immer. Ja, manchmal, ich schaue auch nicht, ich sage ehrlich, ich kaufe diese Cola, gell. Aber ich schaue so oft wie möglich einfach, dass diese Sachen. Die Cola ist immer noch diese Coca-Blätter und so, gell? Junge. Na, ich weiß nicht. Glaubst du nicht? Ich habe letztens einen TikTok gesehen. Na. Ja? Ja. Na. Glaubst du nicht? Wenn der TikTok nicht. Na, da ich weiß, Fall Coca-Blätter. Nicht. Nein, Mann. Coca-Blätter angeblich. Nein, das ist Chemie, oder? Das sind ja keine Coca-Blätter. Aber wieso sollte da Coca-Blätter drin sein? Wieso sollte Kokain drin sein? Weil ich habe gesehen, dass angeblich Sachen, die für Konsumenten illegal sind, sind nicht für Unternehmen illegal. Okay. Inhaltsstoffe. Ja. Ja. Und das macht süchtiger. Es gibt dir einen Kick, wenn du Cola trinkst. Aber Zucker trinkst. Macht dich ja süchtig. Und Koffein ist drin. Aber Coca-Blätter. Nein, das darf nicht sein. Bei uns gibt es immer diesen Zusatzstoff in Europa, der ist verboten. Jetzt sollen sie Coca-Blätter zulassen. Yeah. Niemals. Hey, das war ein amerikanisches TikTok. Ja, okay, da haben wir das. Früher war ja Kokain in Cola drin. Das war nice. Hey, und da habe ich gesehen, dass es angeblich immer noch so ist. Diese Cola hätte ich auch gerne getrunken. Verschwörungstheorie vielleicht. Ist das das, was manche so diese Blätter kauen? Mhm. Diese Coca-Blätter, oder? Mhm. Die kauen das einfach. Wo gibt's das? Mhm. In Kolumbien und so, oder? Ja, so Südamerika und so. Mhm. Die kauen das einfach so, weißt du, so Ding. Und das ist halt. Oh, ist, da kommt ganz leicht dieser Coca-Stoff raus. Nicht so stark wie Kokain, aber ein bisschen. Und. Das ballert. Wenn irgendwer checken kann, bitte, nächsten Monat aber erst. Ein paar Blätter, wir machen eine Spezialepisode. Boah, wäre schon lustig. Das würde ich testen, weil das ist Natur. Das ist nur Blatt. Das schnüffel ich ja nicht, oder? Ja. Das ist, glaube ich, graue Zone. Ja. Mm.
Grauzone. Schon dunkelgrau. Das ist einfach nur ein Blatt, wenn du denkst, ja, es sind nur Blätter. Oder nee. Nee, ich weiß Ivi nicht. Wollte, er hat nicht gezahlt. Machen wir Fragen, Buschen. Wir sind bei 40 oder so. Machen wir Fragen. Na, Inder, Bruder. Erste Frage. Ibrahim hat schönere Haare als manche Mädchen. Welche Produkte verwendest du? Oh, einfach Bitch. Burschen. Ich benutze alles, Mann. Alle Öle, Mann. Zeig mal, du Baddy. Nein, jetzt nicht, weil jetzt Katastrophe wegen Haube und so. Aber schaut Insta oder so. Keine Ahnung, was für sich, oder? Oh, Loki-Werbung. So. Loki-Werbung? Verhält ihr das Erwachsensein? Was sind die Vorteile davon im Gegensatz zum Kindsein? Bruder, erwachsen sein, unnervig eigentlich. Ich sage euch ehrlich, solange ihr, je weniger Erwachsenenpflichten ihr habt, desto besser noch. Mhm. Ihr wisst nicht. Ja, aber es gibt auch Vorteile. Beispiel? Ich wollte immer als Kind, ich wollte immer so für mich selber stehen und meine Sachen selber entscheiden. Und es ist zwar härter, also man muss Geld machen und so weiter, es ist ein hartes Leben, weißt du? Du musst arbeiten. Mhm. Manche nicht, aber die meisten. Ich weiß nicht, mit dem er redet. Mit wem meinst du? Ich weiß aber nicht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, es ist extrem teuer alles und du musst für alles selber sorgen. Was dran nervt, Bruder? Warte kurz. Er sagt nur kurz, er sagt die Vorteile, aber nicht nur Nachteile. Aber er sagt ehrlich? Weiter. Aber sag weiter. Ja, aber du bist für dich selber, du kannst versuchen weiterzukommen in deinem Leben. Ich hab nicht gemocht als Jugendlicher so, dass ich warten muss, bis ich endlich loslegen kann. Das mochte ich nicht. Mhm. Sicher war es friedlicher und chilliger, du konntest schlafen, wann du willst und so weiter. Boah, geil. Es sehen, als Kind hat es auch wichtig und so weiter. Weil du hast keinen Stress und so weiter, zu Hause immer essen. Aber für mich selber ist Erwachsensein viel besser. Weil du bist einfach frei. Du machst dein Ding, du kannst weiter. Die ganze Zeit für dich selber entscheiden. Es ist härter, safe, aber besser. Ja, es kommen immer mehr Sachen dazu, aber immer mehr Stress, oder immer mehr Stress. Mehr Stress. Das einzige Vorteil, würde ich sagen, ist, wie du gesagt hast, ist die Freiheit einfach. Aber dieser Stress, ich weiß nicht, aber... Ich mag das bisschen, diesen Stress. Ja, ein bisschen schon, weil er pusht dich halt voran, weißt du? Ja, damit du nicht lungerst, so weißt du. Und das hat mich immer aufgeregt, dieses, ich kann nichts machen. Weil ich bin in der Schule, weißt du? Ja. Ich kann nichts machen, ich muss warten. Ja, ich muss fertig ist. Ey, du musst fertig machen und dann kannst du es loslegen. Natürlich, wenn du dann, du denkst so, du kannst loslegen und dann wirst du erwachsen und dann, Maja, ist doch nicht so easy, wie du denkst. Ja. Aber trotzdem kannst du so. Ja, keine Ahnung, man, ist schwierig oft zu sagen, das Kind hat dich schon besser, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, ja, man versucht, aber. Du bist einfach am Chillen die ganze Zeit, Bruder. Essen, ja. Rausgehen, jeden Tag bis 4 Uhr in der Früh draußen, dir ist alles egal, Bruder. Ja. So geil. Als Kind, du denkst halt, das, was du willst, ist genau diese Freiheit. Aber diese Freiheit, die kommt halt um einen fetten Preis. Weißt? Du bist nicht wirklich frei, weil du hast dann gar keine Zeit. Das ist das Ding. Ja. Als Erwachsener, du hast gar keine Zeit. Man wird immer busier einfach so. Ich wäre auch gern so ein reicher Schnösel einfach, Bruder. Ja. Einmal, ich wäre groß geworden mit 10 Millionen Euro im Konto. So. Ja, ich bin ein Wichser, Bruder. Aber dann hast du keinen Charakter, Mann. Egal, Bruder. Weil du dieses Struggles. Aber du bist glücklich. Ja, ich kann reisen. Ja, weil du dumm bist, bisschen. Ja. Ich kann reisen, Party, Turn-up, ganzes Jahr, Bruder. Ja, sehr richtig. Er juckt der Charakter, Bruder. Ich sag dir ehrlich, deswegen hassen ja alle diese Schnösel, weil die es so leicht haben. Ja, ey. Und deswegen haten viele Leute Drake, weil er so wie ein Jugendlicher ist. Ja, weil er. Bruder, er lebt Leben, man, chill. Ja, weil er es nicht hart hat. Also schon, aber weißt du. Ja, aber jetzt nicht mehr halt so. Ey. Mäßig. So, das ist halt das. Bei uns ist da wieder natürlich. Nasser. Wenn wir dann mal Geld haben, ist urgeil. Wir wissen, wir hatten gar kein Geld, hatten wir Geld, urgeil. Ja. Aber ich sag dir ehrlich, muss nicht sein. Ich kann auch von Anfang an so, Geld aber haben. Jeder möchte für sein Kind, dass es chilliger hat. Weißt du? Hm. Deswegen, wenn jemand Geld hat von Familie, sollte man nicht haten, weißt du? Außer er ist ein Hurensohn, weißt du? Ja, das sehe ich schon. Dann schon, weil dann ist er ein Peach, weißt du? Aber. Außer du kannst profitieren, dann sein Hate. Hey, man muss mal fake sein, so ab und zu. Muss. Also wenn er korrekt ist, so weiter kann er nichts dafür. Ja, es gibt eh genug Glück gehabt. Ja, so. Es gibt genug, die sind reich, aber urnett so. Ey. Vater hat die Arbeit reingelegt, weißt so, was, ey, so, du? Du kannst ja nicht so viel böse sein, dass sein Vater was geleistet hat. Und dass sein Vater was gemacht hat, was du machen willst für deine Kinder, weißt du? Sein Vater ist rich und deiner ist broke, so muss man überlegen. Es ist, was das ist wild, Bruder. Jeder hat seinen Weg, weißt du? Manchmal muss man auch Glück haben, ein bisschen. Genau, und der Struggle macht dich halt härter, for real, weißt du? Und wer weiß, was sein Vater für einen Struggle hat, um für ein Leben, um das zu erreichen, weißt du? Mhm. Ja. Ist ja auch nicht easy. Ja, Mann. Was für... Außer ist Politiker. Fick ihn. Ehrlich dann, er hat alles geklaut. Was ist dieses Meier eigentlich, fragt einer. Leute wissen anscheinend... Bruder, wir haben vorhin auch darüber geredet. Leute wissen wirklich nicht, was Meier bedeutet. Ja. Außerhalb von Wien, das ist wirklich ein Wiener Ding. Ja. Meier. Nur Wien sagt das. Weil Meier kannst du zu allem sagen. Was Gutem, was Schlechtem, wenn du geschockt bist, wenn du... Was alles? Guten? Ja, sicher. Ah, nein, eigentlich immer schlecht. Glaubst du? Schlecht. Gut.
Maya ist so... Oder Maya. Deine Hose ja, ist genau, Maya. Ja, genau. Ja. Deine Hose ist Maya. Nee. Oder aber auch irgendwas ist passiert, so Maya, was? Ja, Leben kann Maya sein. Eine ja. Hose kann Maya sein. Einfach Maya, weißt du? Maya, ja. Einfach so, es heißt so wie Scheiße, nur ein bisschen abgedämpfter. Ja, so aber bisschen, es ist auch so ein, nicht es so ist, was es ist, kann auch sein. Ja. Maya, ja, so. Ja. Es passiert dir, weißt du? Maya, weiter geht's, weißt du? Weiter geht's, ja. Was willst du machen? Zu allem kann es benutzt sein. Das ist so schön, ja. So Wiener, ein bisschen Mentalität. So, es hat nicht so, funktioniert, weißt? Maya, egal. Maya. Weitermachen. Weiter. Bestes Maya. Wort. Maya. Wer Maya nicht verwendet, Maya. Der ist Maya. Ich schwör, Maya. 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 Es kommt nur auf die Betonung an. Die Betonung ist sehr wichtig. Betonung und der Kontext, ja. Ja, und wie ja. Du schaust. Aber wenn was Gutes passiert, kannst du eigentlich nicht sagen Maya, weil... Na, Maya, ich glaube, gut, geht gar nicht. Ich habe gerade überlegt, kannst du aber nein, es gibt nicht so gut, geht nicht. Aber Oida zum Beispiel, Oida kannst du immer sagen. Oida. Oida geht immer. Oida. Oida, du freust dich so. Oida. Oida, krass. Das ist was Maya. Ja, stimmt auch wieder. Oida. Ja, Oida. Oida kannst du dann zum Oida allem kannst du immer sagen. Ja. Oida ist so wie Digger, aber Digger ist so... Ist deutsch. Hamburger. Ja, so. Das gehört Hamburg eigentlich. Ich weiß nicht, von wo kommt das Wort, Digga? Von Operator und so nimmt es gemacht. Wie sind sie darauf gekommen, aber? Es gibt, glaube ich, kein Wort, das so ähnlich klingt. Verstehst du, was ich meine? Verstehst du, was ich meine? Ey, Deutschen hier. Ja, das Digga. So, ich schwöre, dass sich das Wort durchgesetzt hat, ist für mich ein Mythos, Mann. Skandal eigentlich. Das, Skandal. Einfach Digga, mich ist das eindeutig, eindeutig, wo ist das ein N-Word-Pass, wo das sich selber gezogen haben. Aber das Deutsche. Die Deutschen, haben nicht viel N-Word. Geschafft, was das angeht, aber das haben sie durchgezogen ohne Palaver, ich schwöre. Schien ja doch immer so gerappt mit Digga. Nee. Oder das ist W. Hast wenige von denen. Das ist safe, und Bushido. Oder? Oh, war das nicht allein gegen Manuel? Sag mal, die Lern, sag mal, die Bruder, er hat irgendwas, jetzt hast du einen irgendwas weniger. Aber er hat das so, ey, Bruder. Er hat das einfach perfekt was, betont. So. Na, Bushido. Das ist frech. Das Bushido. Ist frech. Ich sage ehrlich, das Wort Digger, Skandal. Digger kam aber, wann war das mit ApoRed-Zeit? Diese Zeit war das, glaube ich, wo das so groß geworden ist. Allein, dass ApoRed ein Wort eingefügt hat, was hat das in eingefügt oder groß gemacht? Also? Groß gemacht, ja. Er hat es eingeführt in den Sprachgebrauch der Menschen, so weißt du, das reicht. Ja. Das willst du mich so ficken, ob ich das Auto erfunden habe oder ob ich es berühmt gemacht habe, weißt du, ich meine, ich habe es berühmt gemacht. Digger. Ja, Henry Ford geht immer noch, was? Aber vielleicht ist es nicht das Gleiche. Man sagt ja, Digger. Nee, ist das Gleiche. Es ist nur mit D wegen Deutschland. Ey, das ist Katastrophe, dieses Wort. Ey, wie kam das zustande, Bruder? Wer dachte sich so, Bruder, N-Wort, N-Wort. Wir sagen Meier, Oida, weißt du? Alter. Digger. Nervt das, wenn einer sagt so Digger? Ah, es ist so normal ein bisschen, aber... Aber jetzt, wenn ich damit manchmal drüber nachdenke, dann ist du schon weißt, ein bisschen... Du weißt, was ich sagen will eigentlich, wenn ich also sage so nein, Digger. Nein, oder nicht? Nein. Ich glaube, so? Niemand denkt aber so. Aber ja, schon um 3 Uhr nachts, als ich so ein bisschen nachgedacht über Leben, so habe ich schon gedacht, so, nein, ich weiß nicht, Busch. Ich würde mir schon denken, so statt N-Wort haben sie gesagt, ja, sag mal Digger einfach. Das ist safe. Glaubst du? Safe. Ja, sicher, weil ja, ich weiß nicht. Die Schwarzen hatten ja ein Wort. Welches Wort? Ja, bei C halt. Ja, und wir hatten halt keins, wahrscheinlich die Weißen so. Wie, sag ich vor. White Power. Ist der Wort. Ja, aber ich glaube, die wollten auch so ein Wort haben. Wahrscheinlich auch deswegen. Ich weiß nicht, Alter. Ja, auch in Amerika. Man müsste schon, wo der Ursprung ist. Ja, Uyghur. Ja, Uyghur ist ein aber Digga? Uyghur ist noch wilder eigentlich, weil Uyghur klingt noch ärger. Das sagen Schwarze so offen. Das ist so Spaß. Das ist kein ernstes Wort. Aber sagen ja auch Schwarze. Das nicht, das hier, sagt, aber hier sagen ja auch Schwarze Digger. Digga? Safe sogar. Ja, ich weiß, weil die haben das eingesnickt. Wo ist Raff? Niemand denkt so. Wigger ist viel schlimmer als Digga. Aber das sagt mir keiner so. Wigger ist viel schlimmer als Digga. Das sagen die ja so mäßig so auf zum Spaß. Du bist so mein Wigger-mäßig. Ja, so. Das ist so, Digga ist so normal wie ein Fürwort, die Bruder oder so. Weißt du, ich meine? Ja, Digga. Ich weiß nicht, ob du dir da nicht was reindenkst in dieses Wort. Kann auch sein. Wie kommt man aber sonst auf dieses Wort? Ich weiß nicht, aber ich glaube, du denkst da zu viel kompliziert. Kann auch sein. Nein, ich glaube, ich denke als einziger nie kompliziert. Warte, ich schaue mal kurz Herkunft von Digger. Ja. Ich sage ja nicht, dass es jetzt Ding ist, so was ich meine. Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht. Das ist schon so Org-Ding. Was? Wir brauchen, es ist ja, so, wie wenn ich sage, ich nehme. Nein, weil es ist so, wie wenn ich meine Marke. Statt, Digger ist sowas wie Bruder. Ja, natürlich. Wir wissen ja, wie man das verwendet. Digger. Oder was willst du ist es nicht von mir? Ich meine, Digger? So. Von diesem Wort? Dicker. Mein Dicker, ja. Von ja, 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 ja. Das kann sein. Aber das wollen sie dir sagen, oder? Das sagen sie uns, Jungs. Ich sage, das sagen sie uns nur. Das ist so mein Dicker. Dicker, ja, dann schmiss ich die Abkürzung. Dicker, ja. Ja, ja, ja. Erwischt. Aber Bushido. Bushido. Ja, ja, ja. Bushido ist was anderes. Das ist was anderes. Er hat gesteigert. Ja, okay. Ich hab's gerade gesteigert. Ich dachte mir, weil Dicker... Ja, Wigger, das klingt alles so ähnlich wie ein Wort, was wir jetzt sagen. So Dickerchen, komm her, weißt du? Ja, mein Dicker, so mein Freund, so, ist ja Dicker, ja. Ey, Dicker, Mann. Dicker ist einfach so die
Verkleinerung vom Wort. Aber glaubst du, wenn die manchmal Digger sagen, glaubst du, denen rutscht das andere Wort aus so? Nein, man, ja, also die denken schnell. Ja nicht so. Ich glaube, würde ich jetzt Digger die ganze... Bevor du das jetzt gesagt hast, habe ich nie das daran gedacht. Och, lüg mich. Schreibt man genau gleich. Ich das ist nur nicht. Ein Buchstabe, das ist, wenn ich sage Maus, Haus. Hä? Ja, ich habe trotzdem nie daran gedacht. Würde ich Digger benutzen, ganze Zeit, ich glaube, wieder auch ab und zu irgendwas sagen. Ja, und sogar der Sprachgebrauch ist auch gleich. Ja, keine Ahnung. Ist ja crazy eigentlich. Ich sage nur die deutsche Version mit D. Deutschland. Das muss von Dicker kommen, sonst wäre das schon längst weg. Ja, sicher kommt es von da. Oder ja, Operator Remix macht es von Dicker, ja, ist gar nicht Sinn. Naja, ganz fischig, ganz fischiges Wort. Eine Frage machen wir noch. Warum ist es so tabuisiert, Wort überhaupt, warum ist es so tabuisiert, über Geld bzw. Gehalt zu reden? Ich verstehe nicht, Bruder. Dass diese Menschen zählen die ganze Sexleben sehr... Kollegen, Bruder, aber wenn es um Geld oder Politik geht, nee, dazu esse ich mich nicht. Das verstehe ich auch nicht. Aber zum Beispiel bei mir, ich ziehe da eine Linie eigentlich durch. Ich habe zwar jetzt einen Podcast, so ein bisschen ein Ding, weißt du? Mhm. Paradox, aber ich rede eigentlich allgemein nicht so von mir selber. Ehrlich. Das heißt, sei es Geld, sei es was, alles andere auch. Ja, weil Geld ist was so Persönliches, weißt du? Ob du es hast oder nicht. Wenn jemand Auge. Weiß, wie viel du verdienst, ja, da sieht er dich anders. Das ist das Ding anders. Jeder macht die Augen, ist ja das Ding. Ich meine, immer eine Standardsumme sagen. 1,6. Ja. 1,6 ist ja keine Standardsumme mehr, Alter. Was? Das ist ja nichts. 1,6 ist broke. Egal. 1,8 ist Standard, oder? Ja. Heutzutage ist 1,8. 1,8, 1,6, Bruder. 1,6 ist schwach. Ja, Bruder, 1,8, jetzt sag mal so. Wen juckt das? Hä? Ich sag's irgendeinem Fremden. Ja, aber ich meine, das ist ja das. Wenn du sagst 1,8, dann denkt er sich, okay, er ist irgendeiner normal. Die sagt, ich kann mit ihm auf Ding reden. Wenn er sagt 2,5, auf einmal so, okay. Das Ding ist, ja, es ist so wie... So sind knappe Dinge, weil jeder verdient so in diesem... Weißt du, wie das ist? Es ist so wie, wenn du weißt, dass jemand Geld macht... Weißt du es, aber solange er dich nicht sagt, wie er viel er macht, dann weißt du es nicht. Das ist so wie wenn du was nicht zugibst. So, es ist irgendwas offen im Raum. So wie damals, wie wir über dieses Ding geredet haben mit Operate, mit diesem, dass er diese Marke ihm gehört und so weiter. Mhm. Es steht im Raum. Nicht, aber wenn man dann sagt, wie viel es ist, dann ist es klar. Yeah. Dann siehst du ihn nur noch mehr so. Ja. Yeah. Mhm. Das ist so wie ein Bodycount auf der Stirn. Ja. Wenn Chef, du sagst einfach ein Ding, keine Ahnung, du hast Geld, man sieht, du hast Geld. Und dann sagst du, ja, ich verdiene halt 20.000. Dann denkst du, okay. 20.000. Und wenn du Geld verdienst, dann, ja, den 20.000, dann nehmen Leute, mal, ja, genau, dann wollen Leute geben, einfach einen Gefallen von dir. Das ist aber ja genauso wie, Bruder, mein Vater wohnt ja hier in Sudan. Jeden Tag fragen Leute nach Geld und so ein Scheiß. Was ich meine, nee, aber Leute mäßig, er hat sein Gehalt auf der Stirn, weil er in Österreich wohnt. Weißt du, was ich meine? Und stell dir vor, und wenn du, sag mal, du hast Geld, aber du sagst dann trotzdem so, ja, ich bisschen halt, ich kann gut leben, so, dann ist jeder so, ja, okay, keine Ahnung, vielleicht hat er sich das Auto geleast. Man weiß, ich weiß, so diese Neid. Filme. Ich glaube, Neidkultur ist das. Ja, aber wenn du sagst, ich mach Cash, ich mach 50.000 im Monat, Bruder, hör mir auf, weißt du, dann sagt jeder, gib bisschen, komm, du verdienst eh Geld, gib aus, weißt du. Immer unter 2.000 sagen, sollen sie denken, was sie wollen, hauptsache, die machen kein Auge. Denken sie, er ist eh broke, Bruder, er soll noch mehr bekommen. Ich würde nie sagen, ja. Passt. Mir ist wohl. Wenn es mir gut geht, sage ich einfach, ja, ich mach Geld, ja. Ich würde sagen 1,8. Immer. 1,8. Du fährst Ferrari, ich verdiene 1,8. 1,8. Das Leasing vom Onkel. Ich verdiene 1,8. Ausgeliehen. Ich würde immer sagen 1,8, mir ist wurscht. Deswegen, na, ja. Safe. Na, Judgment einfach. Ja, aber also manche Leute, weißt du, wenn jetzt diese Frage stellt, manche Leute ist halt egal, weißt du, die sind halt offen, die gehen mit allen offen um. Du sagst, die, manche erzählen in der Arbeit alles über das Privatleben und so. So bin ich zum Beispiel auch nicht. Ja, das fällt für mich ein bisschen unter die gleiche Kategorie, weißt du? Dass ich nicht über mein Privatleben rede, genauso wie ich nicht über mein Gehalt rede. Wenn du über was, wenn du über jemanden was weißt, dann weißt du Informationen mehr. Wenn du über ihn denkst, zum Beispiel, wenn er dir erzählt über seine Familie, dies, das, Frau, Piopo, was für Probleme, also, du siehst ihn ganz anders. Ja. Dann siehst du vielleicht Sachen anders, als du es machen würdest. Und denkst, ja, Schwanz, weißt du, so. Und so ist es genauso. Aber ich glaube, zum Beispiel, umso älter man wird, weil jetzt ist noch so, man ist jung, jeder geht davon aus, dass du nicht so viel verdienst. Mhm. Aber umso älter du wirst, sagen wir mal, bist du 40 und dann gibt es halt Leute, die verdienen viel Geld, manche verdienen nicht so viel Geld. Und dann ist Neid. Und dann ist extrem Neid, weil du denkst immer, ich bin auch 40, der verdient 50 Mal so viel wie ich. Und dann gönnt er nicht, natürlich, weißt du, du bist frustriert. Weil wenn du in deiner Welt bist, und nur mit Dingen, dann stört es dich nicht so. Aber wenn du siehst, dass jemand was Besseres hat, das ist das. Real, real. Und manche Leute, glaube ich, wollen auch... Sie leisten nichts, aber wollen was. Na, auch manche Leute wollen auch damit, glaube ich, wenn er jetzt die Frage stellt, so um ein bisschen von der anderen Seite zu reden, glaube ich, die wollen dich so als insecure darstellen lassen oder so, wenn du nichts von dir preisgeben willst oder irgendwas, was ich meine. Ja. So willst du nichts für das darstellen, was du bist oder sowas mäßig. Ja, aber das ist dann dieses, wenn du dich darauf einlässt, dann hast du eh, so dann hast du eh ein Problem mit deinem Selbstbewusstsein. So ist es. Also man merkt, ich finde, man merkt oft bei Leuten, wenn sie nicht selbstbewusster sind, wie sie auf Sachen reagieren und so weiter. Mhm. Wenn jemand cool ist und so, dann reagiert er chillig, so, weißt du. Du könntest sagen, ja, keine Ahnung, du verdienst eh Geld, dann lacht er oder so und sagt so. Du bist eh broke. Ja, so, und dann sagst du, ja, dann bin ich.
Ja. Bin ich eh, ja. Ich habe eh kein Geld, was? 1,8. So und jemand, der insecure wird, wird sagen, na, ich mache eh Geld. Ich habe nur ein bisschen was, Probleme, was, so dies, das, was. 1,8. Ja. Deswegen, was? 1,8, Burschen, 1,8. Immer 1,8 sagen. Keiner wird dich nerven mehr. Fakt. Wenn er denkt, du bist broke, nimm seine Freundin weg. Dann wird er das nie wieder denken. Ich schwöre, wenn du jemand sagst 1,8, der wird dich auch nicht mehr nach irgendwas fragen oder und so. Und wenn du sagst, du verdienst 3,5 oder so, dann wollen die auf einmal mit dir sein, weil die denken, du hast Geld. Ja, Leute wollen auch immer mit Leuten sein Menschen Geld haben. Menschen sind frech. Menschen sind frech. Weil immer, wenn du was hast, Leute wollen dir was wegnehmen. Ja, ja, ja. Und Geld, sei es Geld, Frauen und so weiter, Leute testen die Grenzen. Fake. Ja, Mann. Wenn sie sehen, du hast was, sie testen die Grenzen, ob sie irgendwas machen können. Geld, Freundin ist ein perfektes Beispiel. Mann. Geld und Freundin, das ist das größte Beispiel. Also. Das ist das, was jeder will. Immer 1,8. Und man merkt dann immer auch so, bei diesen zwei Sachen, dann hast du friedliches Leben, weißt du? Aber Ding, da merkst du, wer korrekt ist und wer nicht. Wenn Geld und Frauen im Spiel sind. Das sind so die Sachen, wo du merkst, ist denn korrekt oder ist nicht korrekt. Real. Da kommen die wahren Gesichter an die Oberfläche. Und das manchmal ist enttäuschend. Manchmal ist extrem enttäuschend. Aber was willst du machen? Manchmal denkst du so, manchmal ist es besser zu wissen, weißt du? Ja. Scheiß drauf. Danach geht es einem besser irgendwie. Manche von euch sind echt enttäuschende junge Männer. Also. Ich sage es ehrlich. Seid keine Enttäuschung. Seid stabil. 1,8 immer. 1,8 und Single. Ja. Ja. Danke fürs Zuschauen. Und Zuhören. Zuhören. Machen wir das jetzt öfters mit diesen Dings da? Extra Folge? Ja. Was meint er? Mit dieser... 10 Minuten. Wir haben jetzt angefangen, dass wir so Ausschnitte von der Folge immer so posten, damit ihr euch, keine Ahnung, nur diesen Ausschnitt anschauen könnt. Ja, zum Beispiel letztes Mal haben wir 10 Minuten nur von diesem Ryan Garcia-Thema gepostet. Das können wir uns anschauen. Ich weiß nicht, ob das alles war, Didi aber... Didi. Blenden wir das davor ein? Nein. Okay. Das kommt immer, das suche ich mir dann immer aus, was ich da poste. Also ja, falls ihr TikTok-Generation seid und euch nicht eine Stunde Podcast geben könnt, es gibt auch 10 Minuten Clips dann von Themen, die besprochen wurden im Podcast. Ja, und dann könnt ihr dann trotzdem den Podcast gerne schauen. Lasst trotzdem ein Like auf der Originalfolge da. Ja, und einen Comment. Genau. Danke fürs Zuschauen und real. Ciao, ciao. Ja. Wo heißt schon 3 Uhr einfach?